Es ging nun doch alles schneller als geplant. Bereits am Sonntag folgt der dänische Kronprinz Frederik seiner Mutter, Königin Margrethe II., auf den Thron. Die langjährige Monarchin, die eigentlich bis zu ihrem Tod regieren wollte, hatte in ihrer Neujahrsansprache überraschend angekündigt, abzudanken am 52. Jahrestag ihrer Thronbesteigung. Die Nachricht platzt in eine Zeit, in der Gerüchte um eine Ehekrise des Kronprinzenpaares die Runde machen. Prinz Frederik wurde zu Jahresende dabei gefilmt, wie er am frühen Morgen die Wohnung einer befreundeten Adligen in Madrid verlässt. Seine Ehefrau, Kronprinzessin Mary, hielt sich zu diesem Zeitpunkt in New York auf. Schon wurde gemunkelt, Königin Margrethe habe Sorge, die Ehe ihres Erstgeborenen könne scheitern. Da sie große Stücke auf ihre Schwiegertochter halte, habe sie die Thronbesteigung ihres Sohnes kurzerhand vorgezogen. Was an den Gerüchten dran ist, wissen wohl nur die Beteiligten. Der dänische Palast hat sich dazu bis heute nicht geäußert. Fakt ist, dass Frederik, Mary und die gemeinsamen 4 Kinder beim dänischen Volk äußerst beliebt sind. Das Paar sei modern, liebe Popmusik, moderne Kunst und Sport, heißt es über die beiden. Mary ist darüber hinaus für ihr hervorragendes Modegespür bekannt. Frederik, der sich als Junge von seinen Eltern vernachlässigt fühlte, ist erst nach und nach in seine künftige royale Rolle hineingewachsen. Ich möchte mich nicht in eine Festung einschließen, ich möchte ich selbst bleiben, ein menschliches Wesen, hatte Frederik einmal gesagt. Und daran solle sich auch nach der Thronbesteigung nichts ändern.